So, frisch geduscht und umgezogen, wie der Herr Rach immer sagt. Ich bin natürlich fertig gegessen. Es gab einen kurzen Cut, weil ich an der Stelle, wo ich aufgehört habe, angegriffen wurde. Und dann bin ich noch bis hier zum NPC gelaufen, wo wir gerade hin wollten. Also nicht weit, ich bin jetzt von da. Ne, wo ist noch nicht? Ich glaube, ich bin da. Und ist da gelaufen. Also nicht viel, ihr habt nichts verpasst. Habt ihr ihn gefunden? Wo ist er? Okay, wir Was haben wieder hat er gesagt? Ich Entscheidungsmöglichkeiten. zittere. Ich vermisse ihn so sehr. Also, ihnen lag nichts an euch. Euer beider Beziehung war nur ein Spiel für ihn. Ihnens Grab war leer. Sein Leichnam muss an einen anderen Ort begraben werden, begraben sein. Ihnen wartet auf euch, er liebt euch von Herzen. Ja, und ich erinnere mich nur daran, dass er irgendwie derbe Shit gelabert hat. Also wird's wohl nicht das hier sein. Sagen wir ihr, die Frage ist dann, sagen wir ihr die Wahrheit? Oder versuchen wir so einen auf nett zu machen? Wir versuchen einen auf nett zu machen. Aber er hat geschworen, dass er auf mich warten würde. Ganz gleich, was auch geschieht. Das kann ich nicht. Ich werde Steinfälle absuchen, bis ich ihn gefunden habe. Nicht mal im Tode werde ich meine Liebe für ihn aufgeben. Viel Spaß! Ich hab's versucht. So, jetzt habe ich auch einen Talisman, wunderbar. Was macht der überhaupt? Hab's gar nicht durchgelesen. 2 auf Lebensreck, 11 auf erhöhtes Leben. Ja, läuft, ne? Das haben wir irgendein Item gehabt? Nö, gut. Weiter geht's. Und zwar wieder Richtung. Wie ist der Aschberg? Schön grell, das Ding. Das Ding Cold Lava. Aber lief, wenn das Ding Cold Lava. Na 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 na. Und du bist auf noch hart. Aber lief, wenn das Ding Cold Lava. Grüße. Grüß dich. Ihr seid immer alle so nett. So, Das Donnern Indoril. des Berges hat uns ausgezeichnet. Jetzt kommen die Ja, 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 Ninjatronach. Sie ja. warten ja auf Gern werden die geschehen. Stellvater. Für gewöhnlich kommen der dran. So. Ab in den Berg. Muss ich dafür den Weg entlang gehen? Machen wir mal. Seid gegrüßt. Sicherer ist. Sind mittlerweile Leute hier angekommen überall? Vielleicht? Ja, nein. Das sind NPCs hinter mir. Noch nichts. Ihr seht ja, das Game hat halt null UI, ne, damit man halt nicht so ins Spiel versetzen kann. Wobei man dafür wahrscheinlich auch immer im First Person spielen müsste. Zum Beispiel auch keine Uhrzeit, weshalb ich halt nicht weiß, wie gut das ist. Ein Uhr-20, läuft. So schöne Slalomlinien hier hoch, okay. Und achso, ich muss sogar die Drachenherzen sammeln. Ich wollte aber gerade noch was gucken, und zwar. Du das schon Level up? Ja. Das noch nicht, aber ich habe auch gerade. Und levelt das trotzdem, auch wenn ich keine Seelensteine habe? Wahrscheinlich nicht. Das ist eigentlich der Shortcut hier für K. Wahrscheinlich nicht. Muss ich irgendwas tun? Ist das eigentlich. Was ist das für eine Quest? Das ist einfach. Okay. Oder, warte mal. Ne, es müsste das hier sein, ne? Genau, die Skampenhöhlen. Und währenddessen können wir ja die Herzen sammeln. So, beschließen wir das denn mit einer Pickaxe. Dicki-dicki-hau. Und auf einmal ist einfach eine Steintextur drüber. Wow.
That was magic. Den Trick auch nochmal hier anwenden. Dodge! Oh, ging nicht. Oh nein! Ich bin reingeflogen. Okay, dann haben wir noch einen da irgendwo. Irgendwo. Oder ist das da oben drauf? Ne, ist eigentlich hinter dem Lava-Teil irgendwo da oben. Ich darf hier einmal rumlaufen. Das Töten wieder Tolles, darf man damit machen. Ihr seht, hier laufen schon ein paar Leute rum. Drei Leute. Oder vielleicht ist es eine Gruppe, obwohl da vorhin laufen auch noch zwei. So, ich sollte jetzt hier irgendwie nach links. Da, oder? Was ist das? Ja. Okay, haben wir die Quest fertig. Jetzt müssen wir hier noch ein paar Herzchen sammeln. Wow. So. Und irgendwie abkürzen? Nicht wirklich. Oh, ich dachte gerade, die ist gestorben, weil sie durch die Lava gelaufen ist, aber die wurde nur dismounted. Sah sehr komisch aus, weil die halt voll vom Pferd gefallen ist. Ah, da ist noch einer. Ich sollte nicht mal sprinten, ich habe nie Ausdauer hier. Finde ich irgendwie ein bisschen doof. Also an sich ergibt es Sinn, dass halt Ausdauer für Sprinten und Schlagen und so verwendet wird, aber spielerisch ist das halt total doof. Und das heißt, wenn du sprintest, kannst du nicht schlagen. Wenn du aber nie sprintest, weil du immer kampfbereit sein willst, dann kannst du die Sprinten noch rausnehmen können, so weißt du. Das ist halt ein bisschen kacke, finde ich. Naja. Ach, die droppen auch Herzen, okay. Wenn ich aber alles niedermoschen, was mir in den Weg kommt. Die Wegfindung scheint zumindest zu klappen. Er ist um dieses Steingerüst hier gerade herum gecharged, um dann hier vor den Typen zu kommen. Aber ist auch immer so eine Frau. Machen wir mal mit, auch wenn wir die Quest nicht haben. Nach For the Lulz. For the Ladies. Ein Herz brauchen wir noch. Mein Herz. Da haben wir doch ein paar. Das ist eine Rolle hier. Bam. So. Ach, jetzt muss ich die beiden besiegen. Hätten die mir die Quest nicht vorher geben können? Egal, da macht gerade einer die Quest. Los, charge! Wieso charge denn nicht jetzt? Hat noch gereicht. So, und weiter zur nächsten. Die haben wir auch schon gesehen. Need enchanting weapon, level 15 to 20. Good quality fire damage, please. So habe ich auch noch nicht erzählt, ne? Es gibt ja hier so, ich glaube, die werden Mega-Server genannt. Ich mache gerade die Anführungszeichen mit den Fingern. Zwar gibt es einen Megaserver für EU, glaube ich, und einen Megaserver für NA, also Amerika. Das heißt, alle Länder, alle Spieler sind auf diesem einen Megaserver drauf. Ein Sterblicher? Wie interessant.
Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das war. Ich kann mir nur kurz nachgucken. Dass das mit anderen Spielen verwechseln. Ich werde euch so lange helfen, wie es mir gefällt. Und zwar. Vielleicht sehe ich das auch nicht, weil sie gerade online sind. Bin mir gerade nicht sicher. Es kann sein, dass es auf jeden Fall trotzdem Instanzen gibt. Also so, wie heißt das? Ich bin nicht Instanzen, also Distrikte heißt das bei Guild Wars. Also halt verschiedene Server innerhalb eines Servers, die du wechseln kannst. Nur die halt automatisiert sind, glaube ich. Bin mir jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das jetzt hier war. Und dann kannst du aber, glaube ich, trotzdem, wenn die in einer Gruppe sind, einfach rechtsklicken zu importen, dass du auf jeden Fall auf ihren Server geforst wirst. But don't quote me on this, please. Because I'm not 100% sure. Bam. Das ist halt so das, was ich gerade noch in Erinnerung habe von der Beta. Ich halt auch nicht so lange gespielt habe, weil ich halt keine Lust hatte. Aber jetzt gerade habe ich Lust. Boah. Seid gegrüßt. Guten Tag. Wie seid ihr durch die Daedra gekommen? Ihr habt ich hab mich durchgeschlagen. Ach stimmt, da hatte ich nicht noch gerade eine Rüstung, habe ich die schon angelegt. Die sind auf jeden Fall gut. Weil schwere Rüstung. Schild benutze ich ja nicht. Gürtel habe ich noch nicht. Die ist auch besser. Oder? Warte, war das schwere Rüstung? Ja. Das war Schmuck. Hatte ich denn irgendwas, das ich verzaubern konnte? Nee. Sonst noch irgendwas? Nö, nö. Müsste alles passen. Oder wie viel Platz habe ich noch? Nicht mehr so viel. Tank looking for Grotto. Habe ich die Quest auch? Ah, Pilzgrotte wahrscheinlich, oder? Ist das dann ein Dungeon? Ist eigentlich sowas wie Dungeon Finder wahrscheinlich nicht, sonst würden wir alles schreiben, ne? Nachrichten, Allianzkrieg, Gilden, Kontakte, Gruppe, Gruppensuche. Für Verliese kann ich noch keinen. Scheinbar kann man dann hier suchen, genau, ich bin im DD. Mal. Das war irgendwie sowas wie Veteranenrang, habe ich keine Ahnung, was das alles ist. Wahrscheinlich, wenn du Max Level bist, levelst du mit Veteranenrang weiter. Schuppen hierher getragen. Kalter Regen auf meinen Schuppen. Dies ist Magie, die ich fern eine Weise. Wahlred ist wie. Zwei Viecher beschwören, kriegen wir hin. Zwei Händler 13. Ah, Balred. Was brauchen wir denn noch? Schon wieder. Bisschen brauchen wir noch. Mal, dass wir es noch bis zum PvP schaffen. Beendet. Denn wer weiß, ob ich später noch spielen kann, wenn ich wieder aufstehe. Jetzt wieder berühren hier. Nun, ich merke schon, dass meine beträchtliche Invest seit uns Walritz an. Ja, wie ihr gesehen. Oh, wieder Portale. Ich betrete den Aschbär. Keine Ahnung, die Story von Svetor lag mir irgendwie mehr. Obwohl das doof war für Gruppenspieler, weil dann immer jeder die Sequenz von jedem angucken musste.
Oder jeder abbrechen wollte. Das ist aber doof, weil jeder halt seine Story mitkriegen wollte. Oder dann hat jeder nur seine eigene Story-Quest gemacht, und damit er seine eigenen Videos angucken kann und so. Und man alle gleichzeitig fertig ist. Und irgendwie war das sehr komisch, wenn man in der Gruppe spielen wollte. Aber an sich fand ich es halt besser bei Svitor. Muss den töten, dann soll er da gefälligst mal aus der Lava gehen. Zieht Magika aus meiner Aura. Da gibt mir Magika Rick, oder was? Gerade das erste Mal rausgedodged, gibt's ja auch nicht. Sollte gefeiert werden. So, ich soll irgendwas benutzen. Don't stop believing. Ich konnte irgendwie nicht dodgen. Warum nicht? Gehst du mir nicht auf die Eier? Ich noch mal was zum Reigen. Habe nur einen Heiltrank. Ich habe auch noch Tränke. Aber ich kann noch so ein Teil beschwören. Talisman benutzen. So, der stunt ihn dann, glaube ich. Ne? Ja, vielleicht nicht in die Lava dodgen. Soll ich den überhaupt töten? Da steht dann, er benutzt den Sturmtalisman, um andere zu lähmen. Die Aura von Gern teilen der Kräfte. Ich soll ihn töten, kann auch ein bisschen dauern. Der heizt sich da nicht immer in der Lava, oder? Doch, tut er. Ich kann ihn da aber noch nicht starten. Vielleicht sollte ich ihn mal stunnen, bevor er da rein will, oder? So wie jetzt. Die scheiß Minions hier hat auch noch Spawn, die auch noch. Oh fuck, jetzt habe ich glaube ich den Trank benutzt, weil ich gut gedrückt habe. Statt 1. Ich gerade irgendwie irritiert. Jetzt war er fast tot. Auf dich so hart zu recken. Bastard. Soll's. Danke. Stirb. Doch. Einmal binden. Beschwört jetzt die Wächter. Berührt Balritz. Ihr habt es geschafft. Die Wächter sind hier. Worauf warten sie? Was werdet ihr jetzt tun, ihr Würmer, Sterbliche? Brennt endlos in meinen Flammen. Kehrt zu euren Aufgaben zurück. Balred kann in der Welt der Sterblichen nicht existieren. Ihr müsst ihn wieder einsperren. Wir gehorchen. Vergebt uns, sterblicher Meister. Erfüllt eure alten Schwüre. Nehmt Balred gefangen. Oh, sorry. Für einen Sterblichen habt ihr euch gut geschlagen. Ach, verrückt. Für einen Sterblichen habt ihr so. Verlasst den Arschberg.
Hui! Also meine Animation machen muss, kann man nicht mehr in der Luft liegen.